Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Willkommen zum großen Push-Video. Es läuft momentan das Wasser-Event. Dreifach Staub für Wasser-Pokémon mit dem Sternstück 4,5, was halt schon ziemlich klasse ist. Und ich pushe ja in letzter Zeit immer die Pokémon anlässlich des Events, zum Beispiel Kampf-Pokémon, die Kampf-Pokémon und so weiter. Und bei Wasser gibt es halt echt eine Menge Auswahl. Und jetzt wird Zeit, eine Menge Staub auszugeben. Wir wollten endlich mal den ganzen Staub ausgeben und jetzt ist es, glaube ich, soweit. Weil ich habe da echt eine Menge Kandidaten. Heute fangen wir an mit ein paar Push-Kandidaten. Und mein absoluter Favorit, deswegen blende ich gleich einen Clip ein, ist Antogon. Der war früher, vor Pinsir, mein Lieblings-Pokémon. Mit dem habe ich immer Argen platt gemacht, Argen hochtrainiert. Ich war echt begeistert von Antogon. Aber wie begeistert ich davon war, zeige ich euch in einem alten Clip. Anton gefangen. Ich kenne mich mit IVs nicht so aus. Erzähl mal, Tati. Er hat auf jeden Fall Minimum 82%. Seine KP-Werte sind auf 15, das heißt, er dürfte 84 bis 89 haben, je nachdem, was Angriff oder Verteidigungswert noch ist. Hat 911 WP. Bis jetzt, glaube ich, der stärkste. Ich glaube, der ist auf Level 30 oder so. Echt safe, der wird safe über 2000. Richtig heftiges Teil. Bin ich mal gespannt. Hong will es jetzt entwickeln. Okay, ja. Wir werden gleich sehen. Also, man nennt mich auch Hong der Assassin, weil ich immer Gameplay machen muss. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Und wir nennen ihn auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, jawohl. Der hat eine Enteron-Armee. Weil ich kämpfe immer mit meinen Enterons. Hier könnt ihr ein paar sehen. Das sind meine Hauptfiguren. Das sind keine Überkiller, aber ein bisschen. Oh mein Gott, der war echt 50 Mann. Und das ist jetzt der Saftige, den wir gerade gefunden haben. Er wird der General, der Anführer, Mann. Anton. Enteron Agent 17, Alter. Dass sie noch Aquaknarrhydopumpe haben, dann zu heftig. Ich brauche vielleicht sogar Eisstrahl öfters. Oh mein Gott, perfekt. Was hat der? Wassergun. Aquaknarrhydopumpe. Eisstrahl. Wie viel? 1,9. So, habt ihr es gesehen? Wir haben uns über ein 80% Enteron gefreut, das nicht mal Level 30 war. Oder möglicherweise Level 30, also echt krass, worüber wir uns damals alles gefreut hatten. Auch über Lamus hatten wir uns mal gefreut. Da hatten wir echt ein krasses Lamus gefunden. Aber es ist soweit. So, Wasser erstmal. Antogon. Der erste, der heute anlässlich. Okay, ich habe gestern Goldini Golking gepusht, aber jetzt ist es soweit. Für heute zumindest. Antogon. Watergun Psychic. Wir können ihn auf jeden Fall auf zwei Wasserattacken ändern. Früher fand ich es auch gar nicht so schlecht, dass er Eisstrahl konnte. Habe ich auch öfters verwendet, aber. Ich glaube, so ist erstmal am besten. Für euch den IV-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense 15. 100%. Gefangen habe ich ihn. Oida. 29.11.2016, Oberschleißheim. Den habe ich sogar ohne Map gefangen. Das war das erste Doppel-EP-Event. Und wir sind zum Schloss gegangen, natürlich. Ah ne, das war sogar das zweite vielleicht. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber das war 2016. Da ging es gerade erstmal los. Wir sind zum Schloss gefahren, weil Schloss echt krass abging. Und auf dem Weg dahin haben wir das 100er Enteron gefangen. Also echt krass, dass es sogar das ist. Und das wird jetzt gemaxt. Also der hat es echt verdient. Ich habe mich sogar an den erinnert. Dachte, okay, ich push mal, während wir labern. Ich habe mich sogar an den erinnert. Und dann dachte ich mir, ich habe wahrscheinlich in der Zwischenzeit, in den 2 Jahren, irgendwo mal ein besseres gefangen. Aber doch nicht. Das heißt, der hier wird gepusht auf Max. Und der hat es echt verdient. Das freut mich, dass er das ist. Das freut mich echt wirklich sehr. Also, ihr seht schon, sentimentalen Wert hat der. Das war mein zweiter 100er. Mein erster war Mauzi vom Halloween-Event aus dem Lockmodul. Hat Bargisch entdeckt. Und den hier auf dem Weg zum Schloss bei dem Doppel-EP-Event. Thanksgiving war das, glaube ich. Hat Vince entdeckt. Mein zweiter überhaupt. Das war echt eine coole Aktion. Und wie gesagt, damals Enteron einer meiner Favoriten, um Arenen platt zu machen, um Arenen hoch zu pushen. Und der wurde sogar genervt. Ihr wisst, die WP wurden mal geändert und unter anderem wurde Enteron geschwächt. Der war früher sogar besser. Und dann wurde er einfach, also nicht speziell er, aber er war einer der Opfer der WP-Änderung.
gab mehrere Opfer. Kokowai, Akani, vor allem Labgas. Aber unter anderem auch Entoron, was sehr schade war. So. Also das freut mich echt, dass es der auch so überschleißsam ist. Der verdient es echt. So. Wie viel braucht man noch? Ein bisschen noch. 2000. Ja, die 2-3 knackt er sicher nicht, aber 2250 ungefähr circa. Puh, oder wir lassen ihn bei 2222. 100%. Hau auf. Wie nennt man das? Gerupft. Das ist Ho-O gerupft. Ohne Federn. So. Okay. Und sogar ein bisschen stärker als erwartet. Ein Push stärker als erwartet. Bam. 2270. 5% weniger als ein 100er Mewtwo. Nicht schlecht. Coole Sache. Das freut mich. Schauen wir mal, mit was wir weitermachen. Ich habe es mir eigentlich gar nicht so überlegt. So, machen wir als nächstes weiter mit Kingler. Hier auch nochmal der IV-Check für euch. Bester Satz, KP-Angriff, Defense 15. Balken ist relativ hoch. Nicht so hoch wie beim Entoron Guard. Also ein bisschen niedriger. Müssen wir ein bisschen mehr pushen. So. Kingler auch eigentlich ziemlich schwach. Die meisten. Aber es wird Zeit. Wir fangen jetzt an, machen ein paar Gen 1 Wasser-Pokémon und dann Gen 2, dann Gen 3. So. Vice Grip, Metal Claw. Ich ändere mal nichts, weil ich die Attacken gar nicht kenne. Nicht, dass es irgendwie relevant sei, weil zum Kämpfen werden wir den eh nicht verwenden. Er ist echt nur für die Sammlung. Die meisten davon sind für die Sammlung. Jeden 100er oder jeden Eimer auf Max, so gut es geht, also jetzt, wo die Maps tot sind, muss ich mich auch mit 98, 96 und sowas zufrieden geben. Vor allem bei Gen 3 und aufwärts für die nächsten kommenden Gens. So. Bin gespannt, wie viel Staub wir dann am Ende ausgegeben haben für alle Wasser-Pokémon. Das ist dann Nummer 3. Also ich habe echt noch so viel auf der Liste. Ich habe gestern im Video, als ich das Gold King gemaxt habe, schon ein paar Kandidaten erwähnt. Und da habe ich auch schon so viele vergessen. Octillery zum Beispiel, Bilofish. Das sind so zwei Kandidaten, die auch gemaxt und gepusht werden. Die ich vollkommen vergessen habe zu erwähnen. Also es gibt so viele Wasser-Pokémon. Mergel zum Beispiel habe ich auch nicht erwähnt. Also das wird echt eine Menge Staub kosten. Mal schauen, wie viel wir während des Events noch machen können, um den Verlust ein bisschen auszugleichen. Dass wir echt am Ende komplett nackt ohne Staub mehr dann dastehen. Das wäre echt ein Albtraum. So. Auf die 5 Millionen runtergefallen. Ich hatte schon ewig nicht mehr so wenig. Push mal den schnell. Ich muss mal schauen, wie lange das Video dann dauert. Ich denke, wir können 3 Pokémon pro Video einbauen. Sonst wird es, glaube ich, zu lang. Aber da es so viele sind, möchte ich doch lieber 4 wahrscheinlich drin haben. Weil, ja, sonst wären es echt zu viele Videos, die ich nur mit Pushen irgendwo reinhauen werde. Der ist auf jeden Fall schon mal stärker als Entoron. Und der kann auch echt eine Menge gepusht werden. Also, Kingler kommt überraschend hoch. So. 23, 29. Ein WP mehr als ein 100er Kyogre. Und da ist echt noch eine Menge Spielraum nach oben, wie ihr sehen könnt. Also 25 knackt er, denke ich schon mal. Ja, ja, Alter, da ist noch echt eine Menge Spielraum nach oben. So. Ein bisschen sogar zu viel, weil Pushen dauert zu lange. So, wir mal ein bisschen Musik, bisschen schneller Durchlauf und dann sehen wir uns, wenn das Kingler auf Max ist. Weil das kann noch ein Weilchen dauern.
So, jetzt haben wir es gleich. Die 2,7 knackt er nicht mehr, aber über 2,6. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also fast 2,7. Echt nicht schlecht von Kingler. Also ich hätte niemals gerechnet, damit gerechnet, dass er so hochkommt. Alter. 2,694, 100% Kingler auf Max. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf Krabben. Aber egal, machen wir weiter. Der ist übrigens schon auf Max, habe ich zum Event auf Max gepusht. Gen 1 haben wir noch. Stami ist auch ziemlich gut. Können wir auch noch maxen. IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. So, entwickeln wir den. Den gibt es momentan auch als Raid Boss. Ist relativ leicht. Weil Pflanzen einfach reinhauen mit Solarstahl und mit der neuen Attacke natürlich. So. Stami. Bam. Water Gun, Power Gem. Dem kann man auch zwei Wasserattacken geben. Mit dem habe ich früher auch sehr gerne gekämpft. Das war auch einer der besten Wasserangreifer früher. Nach Aquana war das, glaube ich, sogar der zweitbeste für eine Weile. Also wir reden echt von alten Zeiten. So. Vor allem so in dem Dreh herum. Bisschen schwächer war der echt perfekt zum Trainieren. Weil Hydro-Pumpe hat einfach reingehauen. Und damals musste man ja von der WP her halb so schwach sein, also die Hälfte der WP nur haben, das Pokémon, gegen das man trainiert. Und da hat einfach jedes Pokémon, das schwach ist und Solarstrahl oder Hydro-Pumpe konnte, echt reingehauen. So, das kann auch wieder eine Weile dauern. Ich werde es wahrscheinlich auch wieder vorspulen. Und dann haben wir hoffentlich noch Platz für ein viertes. Muss mal schauen, was wir dann noch entwickeln und pushen. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben auch bereits eine Menge Staub ausgegeben. Okay, so viel noch nicht, 400.000. Für noch nicht mal 4 Pokémon. Das dann, ich meine noch nicht mal 3, das ist Nummer 3 und der ist noch nicht mal fertig. Aber wie gesagt, jetzt erstmal der Schnelldurchlauf. So, auch hier sind wir gleich soweit. Ungefähr die WP, die ich erwartet habe. So, einmal geht, glaube ich, noch. Bam, Max. Oder? Ne, einmal geht noch. Zu früh gefreut. So, bam, Max. 100% Stami, Level 40. 2303. Komische Zahl. Den habe ich vom 27.10.2017. Okay. Jetzt kommt noch Nummer 4 und das letzte. Yugong. Yugong ist auch nicht schlecht. Können wir nochmal hier den IV-Check machen. Bester Satz, KP, Angriff, Defense und 15. Einmal entwickeln. Ich habe ganz kurz gerade gezögert, weil ich dachte, der ist halt auch Eis, wenn man den entwickelt. Dass ich dann eigentlich theoretisch auf ein Eis-Event warten könnte für den. Aber naja, muss jetzt nicht sein. Können wir jetzt auch so durchentwickeln. Bam. Hab direkt zwei Eisattacken. Lassen wir, glaube ich, erstmal so. 27.03.2017, okay.
Und los geht's. 27.03. Da war ich noch nicht mal Level 40. Ihr seht, er ist jetzt schon relativ low, also knackt wahrscheinlich gerade mal so die 2000. Was schade ist, weil eigentlich ist es ein cooles Pokémon. Eis-Pokémon gibt es nicht so viele. Es gab sogar eine Weile, da habe ich Jugobs gesammelt, gefarmt, um die zu entwickeln für die Eismedaille. Das war Winter 2016, also das waren echt alte Zeiten. Jetzt habe ich so 8000 bei der Eismedaille oder so. Also relativ unnötig, dass ich den gefarmt habe. So, und das war's dann auch schon für heute dann. Die ersten 4 Wasser-Pokémon anlässlich des Events auf Max gepusht. Es folgen noch so viele. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle unterbringen kann in der Zeit. Weil da müssen ja auch noch die normalen Videos reinkommen. Und Staub haben wir dann auch fast eine Mille verloren. Gestartet sind wir mit 6,2 Millionen. Also 700.000 sind schon mal weg. Und der ist noch nicht auf Max, also um die 900.000 werden wir verbrauchen. Und das für 4. Gebt euch mal, wie viel ich noch pushen will. Das könnte echt knapp werden mit dem Staub. Und dann kommt noch C-Day, wo wir möglicherweise 6 Despoter auf Max pushen. Oh Mann. Ob der Staub reichen wird? Der Staub wird echt verballert. Endlich mal. Lang genug haben wir gewartet. Und jetzt ist es soweit. Die ganzen 100er werden auf Max gepusht. Eins meiner großen Ziele. Jedes Pokémon einmal auf Max. Mit der bestmöglichen IV. Schön wäre es natürlich jeden 100, aber den Traum muss man aufgeben. Schon allein wegen den Legendären. Die kann man nicht alle auf 100 haben. So. Es dauert jetzt noch ein Weilchen, aber ich werde jetzt nicht noch einmal einfach vorspulen mit Musik. Ich glaube, das reicht für die anderen zwei. Dann schreibt unten in die Kommentare, was euer Lieblingswasser-Pokémon ist. Und ob ihr auch irgendeins von denen auf Max gepusht habt, einfach so. Zum Spaß. Und welche ich noch auf Max pushen soll, was wollt ihr noch sehen? Weil es ist echt interessant, man schaut ja nicht jedes Mal bei jedem Pokémon nach, was ist die Max-WP und so, also bei den meisten überrascht es mich echt, nie nachgeschaut, nie gewusst, wie hoch die so werden können, zum Beispiel Kingler, Alter, wer hätte gedacht, dass Kingler so hoch kommt? Und jetzt zum Beispiel Yugong, der knackt nicht mal die 2000, würde ich sagen. Also der hätte locker einfach viel stärker sein können, weil der ist eigentlich ziemlich gut. Die Top 4, die eine hat glaube ich auch Yugong verwendet. Ist schon lange her, dass ich das gezockt habe. Also wir reden von Blau und Rot natürlich, die Edition. So. Und wir haben gleich, also jetzt haben wir 750.000 Staub ausgegeben. Noch sind wir nicht fertig. Ja, der kommt nicht mal auf die 19, also heftig, wie schwach der ist. Also WP-technisch. So. Haben wir es gleich. Also die 19 knackt er noch. Aber gerade mal so. Aber echt ganz gerade mal so. Nee, nicht mal das. So, letzter Push. 18, 94, 100% Max Yugong. Boah. Und wir haben genau 800.000 Staub ausgegeben. Heftig, heftig, heftig. Ja, was soll man sagen? Das war's von mir, Leute. Und von den 4 Wasser-Pokémon, die ich auf Max gepusht habe. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Viel Spaß noch beim Event. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.